Der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, weiß der Prophet Joel. Kapitel 2, Vers 11 und 12. Und im Lukas-Evangelium, im Kapitel 12, der 36. Vers, heißt: Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Von dir zu dir mein Schreiten, mein Weg und meine Ruhe, Gericht und Gnad, die beiden bist du und immer du, dichtet Shalom ben Chorin. Uns heute zugesagt für den Donnerstag, 9. Dezember.